Bauer sucht Frau, Patrick gibt Antonia eine eiskalte Abfuhr, sind sie doch kein Paar? Auch 2 Monate nach dem Bauer sucht Frau Finale herrscht noch Gefühlschaos bei Patrick, Roma und Antonia. Der Jungbauer gibt nun dem Model eine heftige Abfuhr. Antonia steht unter Tränen. Ist das das Ende der Liebesgeschichte? Hannover, bei dem Bauer sucht Frau bei Patrick, 25, und Antonia, 20, war es lieber auf den zweiten Blick. Nach viel Durcheinander, Herzschmerz und Glücksgefühlen fanden die TV-Kandidaten erst nach der Show zusammen. Doch trotz Schmetterlingen im Bauch wollten sie sich im Finale noch nicht als Liebespaar betiteln. Stattdessen möchte Jungbauer Patrick seine 5 Jahre jüngere Dame erst einmal richtig kennenlernen. 2 Monate nach dem Finale gibt es endlich Neuigkeiten. Doch nach einem Happy End sieht es zunächst nicht aus, Antonia läuft unter Tränen davon. Extratipp.com berichtet. Bauer sucht Frau, Patrick und Antonia verliebt, aber kein Paar. Eigentlich funkte es sofort bei dem Jungbauern und der schönen Blondine. Doch trotz großem Gefallen aneinander, zerbrach die angehende Liebe. Für das Model sei der Druck, sich gegen ihre KonkurrentInnen beweisen zu müssen, einfach zu hoch. Mit gebrochenen Herzens trat seine Favoritenhofdame also die Heimreise an. Während Patrick weiter nach seiner Traumfrau suchte, dachte er zumindest kurze Zeit, sie einen Kandidatin Julia, 25, gefunden zu haben. Doch auch diese Liebe zerbrach nach der TV-Show. Glücklicherweise? Schließlich fanden nur so Antonia und Patrick tatsächlich wieder zusammen. Nachdem sich beide im Finale noch nicht als Paar betitelten wollten, fragte RTL 2 Monate später erneut nach. In einem Skype-Interview wirkten die Kuppelschutteilnehmer sichtlich verliebt. Eng umschlungen lässt sich das Paar fotografieren. Von Zweifel keine Spur, umso überraschender kommt dann wohl diese Wende. Bauer sucht Frau, Patrick gibt Antonia eine harte Abfuhr, sie flüchtet unter Tränen. Denn auch nach 2 Monaten möchte Patrick seine Antonia nicht als seine Freundin bezeichnen. Die Zweifel scheinen präsenter denn je. Vor laufender Kamera gibt der Jungbauer seinen Beziehungsstatus bekannt. Für Antonia eine eiskalte Demütigung vor laufender Kamera. Während Patrick noch immer strahlend vor der Kamera sitzt, füllen sich Tränen in Antonias Augen. Irgendwie bin ich kurz vorm Weinen, kündigt die 20-Jährige an und flüchtet vor der Situation. Bereits 2 Monate zuvor, im Bauer sucht Vorfinale, offenbarte das Model indirekt ihre Gefühle. Sie hoffte, dass es in Zukunft noch etwas Festes mit Patrick wird. Doch selbst nach einer etlich langen Kennenlernphase und romantischen Knutschbildern auf Instagram, stellt ihr Liebster sich quer. Bauer sucht Frau, Patrick gibt der Beziehung mit Antonia eine Chance. Während Antonia ihren Patrick sogar schon als ihren Seelenverwandten bezeichnete, fällt ihm nach 2 Monaten nur das ein, ich mag sie ja auch, aber sie ist halt auch schwierig und auch noch jung. Nach diesem Liebeschaos gibt es nun aber eine erfreuliche Nachricht. Scheinbar konnte Patrick nach dem Interview seine Zweifel ablegen. Antonia und Patrick sind offiziell in einer Beziehung. Diese Bauern sind heute noch glücklich zusammen.